Also, diese Frage führt uns zur Bildung und stammt von Meenakshi Dana von der Bluebell School International in Neu-Delhi. Was können Schulen tun, um ethisches Leben in einer freudigen Weise einzuimpfen? Sobald du viel Ethik hast, wird dein Gesicht lang. Es ist so. Sagen wir, es gibt eine Ethik, du sollst nicht töten für mich. Also halte ich meine Hände einfach zurück, aber ich will töten. Aber warum will ich töten? Warum? Warum ist es, dass ich töten will? Wir müssen es grundlegender betrachten, nicht wahr? Statt es mit einem Wert zu stoppen, den ich für mich selbst festgelegt habe. Nein, ich werde dieses nicht tun, ich werde jenes nicht tun. Schau, bitte verstehe das. Versuch es jetzt sofort. Sollen wir versuchen, mit deinem Verstand zu experimentieren? Die nächsten 30 Sekunden soll keiner an einen Affen denken. Versuch es. Bitte schließe deine Augen und versuch es. Nur Affen, ist es nicht so? Das ist die Natur deines Verstandes. In deinem Kopf, wenn du sagst, ich will nicht, wird nur das weitergehen. Warum machst du dir das Leben so schwer? Warum denkst du, du bist falsch geboren und du musst repariert werden? Nein, du denkst, die Schöpfung hat einen Fehler mit dir gemacht? Hallo? Du denkst, die Schöpfung hat einen Fehler mit dir gemacht? Nein. Alles in Ordnung. Das Leben ist so, wie es ist. Alles in Ordnung. Du wirst etwas, weil du alle Arten von Unsinn von anderen Menschen aufnimmst. Du nennst es Religion, du nennst es Bildung, du nennst es Moral, du nennst es Werte, du nennst es Philosophien, Ideologien. Aufgrund von Religionen und Ideologien haben wir mehr Menschen getötet als aufgrund von Verbrechen, nicht wahr? Hallo? Also, all diese Moral, Ethik, Werte, Philosophien und Ideologien sind nur ein Versuch, Verbrechen zu verhindern. Aber am Ende haben diese vorbeugenden Maßnahmen mehr Tod und Schrecken auf diesem Planeten verursacht, als Verbrechen verursachen würden. Also, warum denkst du, ich würde gerne stehlen, was in deiner Tasche steckt? Es ist mir in erster Linie egal. Warum sagst du zu mir, du sollst nicht stehlen? Ich habe nie daran gedacht, irgendetwas von dir zu stehlen. All das kommt, weil du nach Glück strebst. Das ist das Problem. Hast du gesehen, jeder von euch, wenn du sehr freudvoll bist, was für ein wunderbarer Mensch bist du? Aber wenn du wütend, frustriert, elend aussiehst, bist du böse. Ja oder nein? Also das ist es, was wir schaffen müssen. Wir haben immer versucht, gute Menschen hervorzubringen, was ein schrecklicher Fehler ist. Wir brauchen mehr freudvolle und vernünftige Menschen. Darum geht es beim Yoga. Freude ist eine Versicherung. Freude ist eine Versicherung. Wenn du freudvoll bist, möchtest du jemanden töten? Hallo? Nur wenn du unglücklich bist, möchtest du jemanden töten, nicht wahr?